So, meine Damen und Herren, die beiden jungen Herren, die jetzt zu uns kommen, sind in der ARD nicht mehr wegzudenken. Kurz vor der Tagesschau moderieren sie immer Wissen vor acht. Und sie werden uns jetzt ein paar Experimente vorführen, die sich gewaschen haben. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Vinz Ebert und Thomas D. Wenn Sie fleißiger ARD-Zuschauer sind, dann wissen Sie, Thomas D. und Vinz Ebert gehören zum Moderationsteam von Wissen vor 8. Quasi. Ja, Mann. Ja. Ja. Und so. Ich habe mich schon gleich richtig professionell angezogen. Ah, sollen wir auch das so aus anziehen, Thomas? So, müssen wir, ja, natürlich. Ja, komm. Ja, wir sind ja die Assistenten hier, heute. Ich habe zwei Kindle besorgt bei Amazon. Kindle, kennst du? Dankeschön. So. wir machen ganz ein paar günstig. Experimente. So, ja, Wissen vor 8, ne? Eine Reihe in Werden die jungen Leute nicht kennen? Die täglich unter der Woche, glaube ich, läuft. Ja. Kurz vor der Tagesschau zur aktuell heißen Sendezeit. Das macht einfach und so ein weißer Kittel, ist einfach super, oder? Ja, man sieht irgendwie das direkt ist, man kommt so. Einfach ein weißer Kittel und machen Sie das nicht zu Hause nach. Hier müsst ihr einfach mal den gleich Spaß Operation machen. Am offenen Herzen durch. Ja, falls an mal, deinem offenen Herzen. Falls Sie mal Bekannten im Krankenhaus besuchen, machen Sie einfach den Spaß. Bestellen Sie sich so einen billigen Kittel und gehen einfach so ins Krankenhaus an. Sie werden sich wundern, wie oft zu Ihnen gesagt wird, morgen Herr Doktor. Das funktioniert. Ja. Man macht ja, ja nichts Verbotenes. Außer Sie rufen dann nicht so nur Doktor Operation an, am offenen Herzen, dann stehst du da. Dann, ja, da haben wir kommen Sie schnell, hier ist das Herz schon. So, jetzt, ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Geht genau, so. Wir machen aktuelle Experimente und zwar Spaghetti. Ja. Warum zerbrechen Spaghetti immer in mehr als zwei Teilen? Das ist das Spaghetti-Experiment. Ist das so? Ja, versuchen wir. Probier mal, das wirklich genau in zwei Teile zu zerbrechen. Achtung, du kannst das. Wenn's zwei, kann. Wenn ich in zwei Teile zerbrechen kann, ist der Versuch hinfällig, den du genau, gemacht hast. Genau, dann gehen wir zum Messfehler. Du sagst, es geht nicht. Das ist, nee, ja? Da ist ein Teil weggeflogen. Soll ich zeig dir, wie man das macht. Man muss hier so ein bisschen. Ah, da war mehr als drei, aber vielleicht ein kürzeres Stück. Kürzer, mal mehr. Ja? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und da kannst du mal sehen, wie unwichtig das ist. Und da macht ihr einen Versuch draus. Nein. Was? Es hat geklappt? Ja. Nee, ich glaube, wenn du das ganz in der Mitte anfasst, ne, dann kann man es durchziehen. So ein bisschen und dann hat plötzlich. Nein, das geht nicht. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, da haben sich schon Nobelpreisträger drüber Gedanken gemacht, haben es nicht rausgefunden. Aber zwei französische Physiker haben 2006 Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von diesen Spaghettis gemacht. Ja, ich wusste gar nicht, dass Franzosen denken können. Ja, ich dachte, das waren Italiener, die die Spaghettis untersucht haben. Und was da passiert, wenn sich so ein, so eine Spaghetti zerbricht, ja, dann rast in beide, durch beide Teile eine, so eine Biegewelle mit 10 Meter pro Sekunde, also richtig fett. Und das gibt eine so hohe Spannung, dass dann an diesen Endteilen ein bisschen was zerbricht, also an diesen unregelmäßigen Teilen von so einer Spaghetti. Nick einfach, als hättest du es verstanden. Ja. Das war's schon? Das war's schon. Das war die Erklärung. Das geht so dann hiermit auch, oder was? Nein. Das ist eine das gute geht nur mit Spaghetti. Ich auch gefragt. Das habe ich, genau, das, genau mit Holz probieren? Gezet. Solche Dinge kann man beim Teleshopping kaufen, das soll so ein Workout sein. Mach einen schönen weißt Unterarm, ja. Oh! Ja, aber genau, ja, siehst du, genau, ja. Genau das passiert bei einer Spaghetti auch. Ja, aber nur, dass die Spaghetti mehrere Teile zerbricht. So, okay. So, das hätten wir schon mal gelernt. Ja. Okay, so. Nächster Versuch. Sensationell, oder? Ja. Fantastisch. Sowas erklärt ihr den ARD-Zuschauern? Ja, natürlich. Eher. Verstehen die das denn? Die gucken dann so wie du gerade und nicken verständlich. Nein, da ist aber. Ja, die haben schlecht. Ja immer noch den Zivi dabei, der denen das noch mal erklärt. Alles klar. So. Okay. Okay, nächster Versuch. Nächster Versuche finde ich immer super. Ja. Eigentlich, ich bereue es heute ein bisschen, dass ich in Physik damals nicht aufgepasst habe. Ja, ich bin ja regelmäßig da. Ja. Das ist so. Ich bräuchte Weil euch Physik mal, ist total spannend. Kannst du ich bräuchte euch mal zum Anblasen. Heute. Ja. Blas okay. mal den auf. Okay. Und blas du auch mal den auf. Wieso habe ich den kleinen gekriegt? Weil du ein bisschen kleiner bist. Ist ein bisschen kleiner. So. Ja, danke. So. Wie groß war der? Ja, so ist gut. So, und du nicht so viel, nicht so viel. Ich hab das gar nicht angefangen. Ja, komm. Ja, geht schon. So. Jetzt. Gut. So, pass auf. Jetzt hast du ein... So. Jetzt verbinde ich die. Da ist erstmal hier. Oh. Das ist immer gut, wenn man die Mach mal. Mach mal. Und nehme ich die dritte Hand her. Auf den Schnippel. So. Ich arbeite dran.
So. Alter, So. Jetzt passiert. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ich jetzt dieses Ventil öffne? Achso, das ist gar nicht auf. Ja. Wenn ich jetzt den. Ich glaube, ich weiß, was passiert, weil ich ja klug bin. Weil du klug bist. Aber du hast deine Physik nie aufgepasst, ja, sag mal. Intuitiv würde man ja glauben, dass die große Luft in den kleinen geht. Ja. Ich glaube aber, dass die kleine Luft in den großen geht, weil du die Frage so blöd gestellt hast, dass das nur so sein kann. Weil es natürlich eine Fangfrage ist. Vielleicht, weil die Spannung im Luftballon, das ist immer am Anfang ganz schwierig, den Luftballon aufzupusten. Dann wird er locker, weil sozusagen die Spannung schon gelöst ist. Und im Kleinen ist eben sozusagen noch mehr Pressure drauf. Weil ich Wissen glaube, vor dass acht der ist noch ein Platz frei. Genau, das ist die Erklärung. Mach mal auf. Wollen wir hoffen, dass das funktioniert? Siehst du? Genau. Ja. Weil der Druck abhängt von der das ist die Kraft durch die Fläche. Und je kleiner die Fläche ist, umso größer ist der Druck. Und der drückt praktisch die Luft vom Kleinen in den Großen. Genau erklärt. Ja, faszinierend. Ein Applaus wert. So. So. Das hier ist ein ganz spektakuläres Ding. Und das erklärt, warum die Wettervorhersage eigentlich nicht berechenbar ist. Also man weiß ja so, nach einem Tag stimmt es noch, zwei Tage ist schwierig, drei, vier Tage ist schon Kaffeesatz lesen. Ja. Warum? Warum? Wegen der Chaostheorie. Also weil, Chaostheorie. Also wenn ein System ganz viele Einflussgrößen hat, die miteinander gekoppelt sind, dann kann man das im Computer nicht vorausberechnen. Und das zeigt hier dieses kleine Modell hier. Das sind hier so ein sogenanntes Doppelpendel. Das sind also zwei Achsen, drei Achsen sogar. Drei verschiedene Einflussgrößen. Und wenn ich das hier loslaufen lasse, dann verführt dieses Pendel Bewegungen, dass man wirklich mit keinem Computer der Welt berechnen kann. Ach. Weil ein System aus drei miteinander gekoppelten Körpern innerhalb von kürzester Zeit chaotisches, unvoraussagbares Verhalten zeigt. Das ist geil. Da ist kein System hinter. Wenn du das jetzt nochmal machst, passiert was völlig anderes? Passiert was völlig anderes. Aber das muss man doch errechnen können. Man Thomas, sag doch mal. Geht ja, nicht. Auch geht nicht. Nein. Da muss doch irgendeiner rechnen können. Nein. Ja? Ein Riesenrechner. Weil das Chaosprinzip eintritt. Es drehen sich doch hier eins, zwei, drei Seiten. Da muss man doch also rechnen können. Die sind aber abhängig voneinander. Und wie beim Wetter, wo ja noch viel mehr Faktoren. Ein bisschen so. Oh wenn, du da hier so. Jetzt macht das aber kaputt. Das ist echt ein super Spielzeug. Gibt's das? Ja. Kannst du kaufen. Bei mir im Shop. Nein. Bei Astro TV. Genau. Faszinierend, geil, oder? Und super. Keiner weiß. Und bei der Wettervorhersage sind das nicht drei Geschichten, sondern 100. Ist ja irre, guck mal, man denkt, es ist vorbei und es kommt da trotzdem noch der Gelbe, macht das Spiel. Ja, und dann kommt er nochmal hoch. Und denkt, das hört der kann doch gar nicht mehr hoch und dann kommt er nochmal hoch. So. Der Blaue hat schon verloren. So, war es das schon oder kommt noch was? Nee. Ich glaube, der Gelbe liegt gleich nochmal los. Wir sind da. Guck mal. Warum noch? Super. Drei miteinander gekoppelte Körper zeigen chaotisches Verhalten. Das kennt man aus dem privaten Bereich. Ja. Ja, Mann. Jetzt, Thomas, erklär uns was aus der Natur. Ganz ich mache jetzt noch einen Pudel. Ja. Und wir sagen dann, wenn ihr mehr wissen wollt über die Natur und ihre Zusammenhänge, dann schaltet euch einfach zu Wissen vor 8 ein. So. Ja, gelungen. Vielen Dank, Thomas Lee und Vince Ebert. Dankeschön.